Hallo liebe Bücherfreunde und willkommen auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute an diesem verregneten Sonntag, aber das ist ja das optimale Wetter, um Videos zu schauen. Und somit könnt ihr heute meine Neuzugänge für den August 2021 euch anschauen. Ja, bevor es losgeht, wisst ihr ja wie immer die kurze Info. Irgendwo steht Dauerwerbesendung. Ich stelle euch Bücher vor, die könnten euer Kaufverhalten beeinflussen und somit wäre es Werbung. Ja, eigentlich hatte ich ja nicht vor, mir so viele Bücher zu kaufen, aber es ist nun mal so, dass in einigen Monaten ganz viele Neuerscheinungen immer kommen und dazu zählt auch der August und September rum. Ich habe mir einige Bücher gekauft, die ich gerne haben wollte. Ich habe auch was Neues noch entdeckt beim Stöbern und so ist es wieder zu einer, ja, kleineren Menge gekommen, sag ich mal, die ich euch jetzt gerne vorstellen möchte. Ja, das erste Buch, was ich euch vorstelle, ist von Susanne Goger. Es geht dabei wieder um den, ja, um den Ermittler Leo Wechsler. Dies ist der dritte Band. Ich hatte euch ja in den anderen oder in den letzten beiden Monaten die ersten beiden Bände vorgestellt und euch erzählt, dass mir diese Reihe sehr gut gefällt. Sie spielt in Berlin der 1922er Jahre, zumindest haben sie da gestartet und die ersten beiden Bände spielten 1922. Dieser dritte Band ist nun ein Jahr später und heißt Die Tote von Charlottenburg. Auch in diesem Buch hat Leo Wechsler wieder mit seiner Crew oder seinem Team einen spannenden Fall wohl vor sich. Es geht um eine engagierte Ärztin und Frauenrechtlerin, die eines Tages tot in ihrer Wohnung gefunden wird. Und ihr Neffe will nicht an einen natürlichen Tod glauben. Es ist also auch so, dass sich diese Ärztin allerlei Feinde gemacht hat. Wahrscheinlich auch allein schon aus dem Grund, dass sie Frauenrechtlerin ist. Und ich bin mal gespannt, wie Leo Wechsler diese Herausforderung wieder, ja, bewältigen wird, was es in seinem privaten Umfeld für neue Sachen gibt und ja, letztendlich wie Susanne Goger wieder alles miteinander verknüpft und ich erwarte mir wieder eine richtig spannende Geschichte. Hinten drauf steht auch ein Zitat von Rebecca Gablé: spannend, authentisch, wunderbar erzählt. Rebecca Gablé über Leo Berlin. Ja, ich freue mich riesig auf dieses Buch und hoffe, es wird wieder genauso spannend wie die ersten beiden Teile. Ja, dann ist sind meine Neuzugänge ein wenig die Jugendlastig diesen Monat, aber das ist halt so, weil ich einfach tolle Bücher gefunden habe, die mich ja auch interessieren. Und unter anderem habe ich ein Buch von Spencer Weiss gefunden, Im Reich der Schuhe. Diese Geschichte spielt in China. Es geht dabei um einen Generationenkonflikt. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht der 26-jährige Bostoner Jude Alex Cohen. Der hat die Firma seines Vaters überschrieben bekommen, denn sein Vater hat ein Schuhimperium in China aufgebaut und das heißt Tiger Step. Und sein Vater ist so ein, ja, richtiger Lebemann, der ist Selfmade-Patriarch, der kennt ganz viele Quellen, wo er Leute bestechen kann und ich denke mal, er nutzt auch seine Mitarbeiter richtig aus. Und Alex, sein Sohn, ist bisher vom Berufswegen eigentlich nur Sohn gewesen und ja, muss sich jetzt im chinesischen Forschern um die Firma kümmern und er lernt dabei auch eine Arbeiterin, Ivy, kennen, die ihm einfach mal zeigt, wie der Otto-Normalverbraucher in China lebt und eben auch, ja, die jüngere Geschichte Chinas. Und somit eröffnen sich Alex im Grunde genommen zwei Wege, nämlich einmal das Leben seines Vaters weiterzuführen mit Geliebter und, ja, einem recht ansehnlichen Leben oder eben vielleicht auch mal ja, die Menschen mit einzubeziehen, die Chinesen selber, und denen auch vielleicht was Gutes zu tun. Hinten drauf steht, was Wiese zu einer Geschichte über zentrale Themen mitbringt,
ist eine leichte Hand, eine Mischung aus sensiblen Charakteren und eine treibende Handlung und Humor. Ja, unausweichliche Generationskonflikte und kleine Revolutionen, eine überraschende Geschichte zwischen Luxushotel und Schuhfabrik. Ja, klingt für mich sehr interessant. Über so als, ja, oder sagen wir mal, China als Setting habe ich noch nicht sehr oft gehabt. Und das scheint doch eine recht spannende Geschichte zu werden, indem man auch bestimmt einiges über die Kultur von China erfährt. Ja, Spencer Weiss im Reich der Schuhe. So, und das nächste Buch, auf das habe ich natürlich auch brennend gewartet. Das ist der neueste Band von Katrine Engbert. Das Nest heißt dieses Buch. Es geht wieder um Jeppe Körner und Annette Werner, die diesmal auch einen spannenden Fall wieder haben. Das Ganze spielt ja in Kopenhagen, die Serie. Und es geht diesmal um einen 15-jährigen Oscar, der verschwindet. Und zunächst denkt man wohl, dass der Junge von zu Hause abgehauen ist, aber es gibt Anzeichen, die auf Schlimmeres hindeuten. In einer Müllverbrennungsanlage entdeckt man, ja, oder wird die Leiche eines jungen Mannes entdeckt und sofort sieht es danach aus, dass es sich eben um Oscar handelt. Und Annette Werner und Jeppe Körner gelangen diesmal mit ihren Recherchen in unterirdische Gänge, verlassene Inseln und ja, treffen auf einsame Seelen. Und es gibt wohl in diesem Buch oder geht wohl in diesem Buch hauptsächlich darum, wie die junge Gesellschaft sich entwickelt, wie sie leben und überhaupt in was für einer Welt junge Menschen heutzutage leben. Also hinten drauf steht auch, Katrine Engbert hat Wortwitz. Ich finde es großartig, dass man beim Lesen ihrer Krimis auch schmunzeln und innehalten kann. Das sagt Nele Neuhaus und genauso ist es. Mir haben die ersten drei Bände sensationell gut gefallen und ich bin schon richtig gespannt auch auf diese Geschichte wieder, weil gerade die Jugend heutzutage entwickelt sich ja ganz anders, als zum Beispiel ich noch in meiner Jugend gelebt habe. Und man kann schon sehen, dass die mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben. Und ich freue mich riesig und kann es gar nicht erwarten, dieses Buch zu lesen. So, dann ist im Diogenes Verlag von Daniela Krien ein neues Buch rausgebracht worden. Das heißt Der Brand. Auf dieses Buch bin ich auch richtig gespannt, denn in diesem Buch wird das Thema oder wird thematisiert, wie Eheleute auch nach über 30 Jahren noch eine gute, gängige Beziehung haben können. Das interessiert mich insofern, da ich selber über 30 Jahre verheiratet bin und es ist nun mal so, dass man ja immer was für seine Beziehung tun muss. Auch nach über 30 Jahren muss man zusehen, dass, ja, wie soll man das sagen, dass man den anderen akzeptiert, dass man Spaß miteinander hat. Ganz wichtig ist es, miteinander zu lachen und dass man sich auch immer noch was zu erzählen hat. Und in diesem Buch geht es halt um ein Paar, nämlich um Rahel und Peter, die ja seit beinahe 30 Jahren verheiratet sind und sind angekommen in ihrem Leben, haben zwei Kinder großgezogen. Und irgendwie ist es so wie bei vielen Paaren, leise ja, hat sich sozusagen die Liebe aus der Ehe rausgeschlichen oder verabschiedet. Und die beiden ja, unternehmen einen Sommerurlaub und wollen herausfinden, was noch an Liebe und Respekt für den anderen da ist. Und ich denke mal, es werden auch Sachen auf den Tisch kommen, die man sich vielleicht in den letzten Jahren einfach nicht mehr gesagt hat. Und somit wird man an einem Scheidepunkt stehen. Ich freue mich auf dieses Buch. Und es geht darum, um Intimität, es geht um Liebe, um Respekt. Und ich denke, das wird eine interessante Geschichte werden. Daniela Krien, der Brand. So, dann habe ich ja im vorletzten Monat
Im letzten Monat, wir sind ja noch im August, habe ich ja das erste Buch von Martin Suter gelesen, und zwar Almen und der Koi. Und die Geschichte hat mir richtig gut gefallen. Es war ein sehr stilles Buch, kein actiongeladener Krimi, aber trotzdem hat mich dieses Buch erreicht, nicht zuletzt durch die Schreibweise von Martin Suter. Und ich wollte aus dieser Reihe gerne mal noch ein Buch probieren. Und zwar das Vorgängerbuch habe ich bekommen, Almen und die Erotik. Ja, in diesem Buch geht es um Porzellanfiguren, die erotische Darstellungen zeigen. Und es ist wohl ja eine sehr kostbare Sammlung, wertvoll. Und selbst Almen, der ja nun mal Amateurdetektiv ist und aber auch Kunstexperte, interessiert sich sehr brennend für diese Porzellanfiguren und möchte die sogar entwenden, denn Almen wird diesmal erpresst. Und es wird wohl ein sehr heikler Fall werden, in den er selber involviert ist und bei dem er auch wahrscheinlich erwischt wird, denke ich mal. Und hinten drauf steht zum Beispiel auch, die Reihe um den stilvoll darbenden Kunstkenner gehört zum Besten der deutschsprachigen Krimiszene, das sagt Focus München. Und seit 2017 wird die Almen-Serie erfolgreich fürs TV verfilmt. Hauptrollen sind Heino Ferch und Samuel Finzi. Ich habe so ein bisschen gegoogelt und habe auch so Ausschnitte von der Serie gesehen. Aber so richtig gefunden habe ich sie noch nicht. Ich weiß nicht, ob es die vielleicht in der Mediathek gibt. Da habe ich zwar schon geguckt, aber irgendwann würde ich doch ganz gern mal eine Folge sehen, um einfach zu gucken, wie wird diese Serie halt als Film umgesetzt. Ja, ich bin auch wieder sehr gespannt. Wie gesagt, Almen und der Koi hat mir richtig gut gefallen. Und ich probiere es jetzt mal mit dem nächsten Buch aus dieser Serie. Und ja, schauen wir mal, ob dieses Buch mich auch wieder so richtig catchen kann. So, ihr seht schon, Diogenes Verlag ist diesmal sehr vorherrschend bei meinen Büchern. So auch bei dem nächsten Buch. Ich habe es entdeckt und habe gesehen, dass es auch eine Netflix-Verfilmung dazu geben soll oder besser gesagt gibt. Ich habe so ein paar Ausschnitte gesehen, aber ausschlaggebend für dieses oder für den Kauf des Buches war eigentlich das, was hinten drauf steht. Das Buch ist von Walter Tevis und heißt Das Damengambit. In diesem Buch geht es um Bess Harmon. Bess Harmon wächst im Waisenhaus auf und für sie gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, dieser harten Realität zu entfliehen. Nämlich einmal die grünen Beruhigungspillen, die den Kindern dort verabreicht wird, und Schach. Denn der Hausmeister bringt dem achtjährigen Mädchen Schach bei. Und sie merkt dann schnell, dass ihr Schach unheimlich gut liegt und sie wird sozusagen zu einem Ausnahmetalent. Sie gewinnt Turnier um Turnier und wird irgendwann auch adoptiert und mit 16 glaube ich, und ihre neue Mutter hilft ihr dabei, dass sie ihren Traum vom Schachspielen verwirklichen kann. Es ist überwiegend eine Männerdomäne. Sie gewinnt erst die Meisterschaft in ihrem Land und nachher für die US-Meisterschaft. Also zumindest nimmt sie daran teil. Und sie hat aber trotzdem mit ihrer Sucht denn zu kämpfen, denn diese ganzen Pillen, die ihr verabreicht wurden, haben sie abhängig gemacht. Und sie ist nah an der Grenze auch zur Selbstzerstörung. Und es steht viel für sie auf dem Spiel. Nicht nur der Sieg bei dem Schachspiel oder die Niederlage, sondern auch, dass ihr Leben auf den richtigen Pfad kommt. Hinten drauf steht, das Damengambit ist ein reines Vergnügen. Ein Buch, das ich alle paar Jahre wieder lese, weil es so viel Spaß macht, mein Gott, und so gekonnt ist. Michael und Datje. Also das scheint ein Niederländer zu sein, der das gesagt hat.
Ja, ich bin gespannt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es bestimmt auch in diesem Buch harte Stellen gibt, nämlich in dem Waisenhaus. Das Leben der Kinder ist dort bestimmt nicht einfach und ja, ich bin sehr gespannt. So, jetzt ein Wechsel zu einem anderen Verlag und zwar den DTV-Verlag. Dort habe ich von Ute Mang ein Buch entdeckt, das mich ja sehr reizt. Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck trinken. Und zwar heißt das Buch Wildtriebe. In diesem Buch ja, geht es um einen Bauernhof, es geht um drei Generationen und die Konflikte, die daraus entstehen. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht die alte Großbäuerin Lisbeth. Für die gibt es nichts Wichtigeres als den Erhalt ihres Hofes, denn das ist auch ihr Lebenssinn. Und eines Tages kommt ihre Schwiegertochter Marlis auf den Hof und die will ja kein klangloses Leben der Bäuerin führen, die hat ihre eigenen Vorstellungen und die beiden Frauen geraten regelrecht aneinander. Denn Marlis möchte, glaube ich, sie möchte Traktor fahren, sie möchte einen Jagdschein machen und bei den beiden Frauen treffen die Lebensvorstellungen aufeinander, denn die sind wohl anscheinend grundverschieden und es ist nicht so einfach. Aber das Einzige, was die beiden verbindet, ist die Enkeltochter Joanna. Die hat nämlich auch ihre ganz eigenen Vorstellungen, wie sie ihren Weg gehen möchte im Leben. Und, Entschuldigung. Die drei Frauen leben zusammen und ich bin mal gespannt, wie das Ganze sich so entwickelt. Ob die sich verändern oder ob der Hof vielleicht verloren geht und. Hier steht: drei Frauen auf einem Hof im Kampf um Selbstbestimmung, Anerkennung und Freiheit. Ja, ich stelle mir das sehr interessant vor. Es geht wieder um drei Frauen, die miteinander auskommen müssen, die ihre eigenen Lebensvorstellungen haben und die einfach miteinander klarkommen möchten, müssen oder wollen. Ich freue mich auf diesen Roman. Hier sieht man ja auch vorne drauf bei den Blumen, hier ist eine Rose mit Dornen. Deswegen denke ich mal, ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und es wird da wohl zu einigen dornigen Auseinandersetzungen kommen. So, und dann habe ich mir ein Buch gekauft, was schon etliche Leute auch sich gekauft haben. Das heißt Von hier bis zum Anfang von Chris Whittaker. Das Buch ist im Piper Verlag erschienen. Vorne drauf steht auch: seit der Gesang der Flusskrebse hat mich kein Roman so bewegt und begeistert. A.J. Finn. Ja, das ist wohl ein Buch, das, wo hinten drauf steht, ein ergreifender Roman, der jeden Preis verdient. Das hat wohl ein Mark Willingham gesagt. Im Mittelpunkt dieser Geschichte geht es um eine Kleinstadt und um ein Mädchen. Die Geschichte spielt in Kalifornien, in Cape Haven. Das ist so eine beschauliche Kleinstadt. Und ich nehme mal, dass es auch atemberaubend dort landschaftlich ist. Und in diesem Idyll wächst die 13-jährige Duchess auf mit ihrem kleinen Bruder. Und den zieht sie im Grunde genommen fast alleine groß. Denn ihre Mutter ist depressiv, ist wohl auch Alkoholikerin. Denn ihre Schwester wurde vor 30 Jahren ermordet und das Ganze konnte sie nie so ganz verwinden. Und der angebliche Mörder, der jetzt 30 Jahre in Haft gesessen hat, wird freigelassen. Und das Ganze Familiengefüge, was sowieso nur an seidenen Fäden hängt, scheint auseinanderzubrechen. Und man kann daran sehen, dass die Vergangenheit doch einen manchmal immer irgendwie wieder einholt. Und ich denke mal, dass dieses Mädchen sehr viel mitmacht
und dass ja, sie auch sehr stark sein muss, denn wenn schon ihr Umfeld zu Hause nicht das Allerbeste ist und dann Erinnerungen aus der Vergangenheit auch noch dazukommen, ja, wird sie wahrscheinlich ein schweres Los haben im Leben. Ich bin gespannt, also es soll wohl recht gut sein und auch mich reizt dieses Thema, Kalifornien und so ein Idyll, aber es ist ja wie so oft, dass eben gerade in idyllischen Orten hinter verschlossenen Türen das tiefe Grauen sitzt. Ja, ich bin sehr gespannt und ich denke, es könnte ein richtig tolles Buch werden. So, und dann mein letztes Buch, was ich mir gekauft habe. Das ist im Eisele Verlag erschienen, ganz neu, und ist von Claire Chambers und heißt Kleine Freuden. Dieses Buch interessiert mich auch sehr. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht Jean Sweeney. Sie ist gefangen in einem ja, kleinen, geprägten Leben, das durchzogen ist, sagen wir mal, von Pflichterfüllung. Sie arbeitet als Redakteurin in einer lokalen Zeitung und eines Tages bekommt sie einen spektakulären Fall, wird beauftragt mit der Recherche und ja, sie kommt sozusagen mit Sachen in Berührung, die sie nicht mehr für möglich gehalten hat. Es geht dabei um Freundschaft, um Liebe und um Glück. Und ja, nur dieses Glück steht wohl irgendwann im Konflikt zu ihrem Auftrag. Hinten drauf steht, keine kitschige Liebesgeschichte, sondern auf leise Art bestechender Roman über Pflichtgefühl und Begehren. Das sagt The Sunday Telegraph. Die makellos geschriebene Geschichte einer späten Romanze samt den dazugehörigen Ängsten in einer Prosa so akkurat geputzt, wie eine Gartenhecke erzählt dieses Buch von vermeintlich zahmen Menschen, die im Innern wilde Gefühle hegen. Das sagt auch die Sunday Times. Und dieses Buch ist sogar nominiert für den Women's Prize for Fiction 2021. Ja, also das klingt nach einer sehr interessanten Geschichte und ja, ich freue mich auf dieses Buch sehr. Klingt sehr interessant und auch dieses Cover finde ich richtig interessant und es gefällt mir sehr gut. Es ist ein Porträt und schon alleine wie diese Frau guckt, finde ich sehr anziehend. Ja Leute, das waren meine vielen Neuzugänge für diesen Monat, für den Monat August. Der Monat hat zwar noch 2 Tage, aber ich werde mir kein Buch mehr zulegen. Ich denke, es sind auch genug Bücher. Aber wie gesagt, es sind alles Bücher, die mich interessieren, wo ich teilweise den zweiten oder nächsten Band haben wollte. Und ich freue mich auf alle Bücher. Und ich sag mal so, der Herbst kommt wieder, wo es viel Regen gibt, wo man eventuell auch an manchen Tagen überhaupt kaum vor die Tür kann. Und da gibt es doch nichts Schöneres, als sich auf der Couch gemütlich zu machen und ja, ein spannendes Buch zu lesen. Ja Leute, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich konnte euch anregen, vielleicht auch eins dieser Bücher zu probieren. Vielleicht kennt ihr ja schon das ein oder andere Buch. Schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Und wenn ihr mögt, seid ihr vielleicht das nächste Mal wieder mit dabei. Und ich sage Tschüss. Macht's gut, wir sehen uns.